Moin Leute, Trimax hier, es geht weiter. Wir befinden uns immer noch im 24-Stunden-Stream. Factorio spielen wir, eines unserer Lieblings-Games. Es ist krass, es macht richtig Laune. Du wirst auf dem Planeten, hier gibt's Eisenerze, Kupfererze, Kohle, Stein, den ganzen Stuff. Das baust du ab, musst es verarbeiten zu Stangen, Schrauben und irgendwann heftiger zu Motoreinheiten, Computern und den ganzen Scheiß. Vollautomatisch, schönes Factory-Game, aber je mehr du produzierst, ja, das ist Förderbänder, desto größer wird die Umweltverschmutzung. Guck mal hier, jetzt kommen Aliens und greifen uns an. Wir haben hier Mauern errichtet, wir haben jetzt schon Fernkämpfer, die Aliens werden immer krasser. Je heftiger die Umweltverschmutzung kommt aus unserer Fabrik, desto mehr Aliens, desto krasser gepanzerte, desto heftigere sind da. Und die bilden jetzt hier schon Nester um uns drum herum. Guck mal, wir müssen jetzt zum Beispiel bald wahrscheinlich hier irgendwie ans Uran oder so. Und hier sind überall Alien-Nester, die immer größer werden und immer wieder Aliens losschicken zu uns und uns hier down kriegen wollen. Und wir müssen jetzt die nächste Evolutionsstufe erreichen, die nächste Forschungsstufe. Und dafür brauchen wir einen lilanen Trank. Das ist meine Aufgabe. Und den baut man aus Gleis, Lichtbogenofen und Produktivitätsmodul. Das ist ultra kompliziert. Rohstoff brauchen wir Ziegelsteine, Stein, Eisenplatte, Kupferplatte, Stahlträger und Kunststoff. Das ist viel. Das ist schwer. Das ist mein Job. Ich bin auch parallel für den Strom zuständig. Wir setzen voll auf Solarenergie. Ist sehr, sehr schwer. Atomkraftwerke, ja, deutlich einfacher. Aber mit Solarenergie, wenn man einmal das Setup aufgestellt hat, wird es richtig geil. Solarenergie ist genug. Wir verbrauchen 35 und stellen 55 her. Aber wir können das in der Nacht nicht speichern. Wenn es nachts dunkel ist, haben wir keinen Strom momentan. Dafür brauche ich mehr Akkumulatoren, mehr Speicher. Hier sind schon wieder 35 fertig. Ist das so ein geiles Game, ne? Verfegte Drecks. Ich habe im Intro so Borg bekommen. Wenn es gefällt, gerne Second Try abonnieren. So, da bin ich. Ich mache die Lila-Tränke und du machst dein... Du machst nochmal ein Main-Hub irgendwo anders und riesig, ja? Ja, genau. Ich mache jetzt erstmal einen Bahnhof. Ich stelle vollautomatisch Gleise her. Du kannst dir hier 1200 Gleise abholen. Das ist toll. Das ist eine gute Nachricht, ne? Das ist eine gute Nachricht. Die werde ich so derbe brauchen, auf jeden Fall. Produktivitätsmodul und Lichtbogenofen vollautomatisieren. Lichtbogen, Stahl, Schaltkreis, Ziegelstein. Ich brauche ganz viele Kupferkabel. Ich habe ja die riesen Kupferquelle hier. Und noch mehr Eisenplatten. Nee, warte mal, du verbrauchst hier gerade die ganze Kohle mit Kohleöfen, Alter. Natürlich. Ich kann das nicht umbauen jetzt. Oder ich bin da 5 Stunden beschäftigt. Und wieso sollte ich es jetzt umbauen, wenn es noch läuft? Natürlich brauche ich die Kohle mit Kohleöfen. Ich habe jetzt übertrieben gestruggelt für Kohle, dann hätte ich das umgebaut. So, wenn er jetzt hier die Chemiefabrik da, dann baue ich die jetzt mal. Muss man das da direkt reinlaufen lassen, die Chemiefabrik? Ja. Da kommt da Öl rein. Wer soll herstellen? Kunststoff. Nee, mit Greifern. Boah. Wie ist denn die Aufteilung für den Kunststoff? Eine Kohle, 20 Flüssiggas, das ist ja easy. Ich kann jetzt einfach mit Greifern reinflatschen, sehe ich das richtig? Wie sieht das Flüssiggas da nicht rein? Bin ich lost? Muss ich erst Flüssiggas herstellen? Nein. Was bringst du mir hier nach oben? Einfach Öl. Ah, daraus muss ich erst Flüssiggas machen? Ja, kann sein. Brauche ich ja noch bestimmt was anderes, ne? Bestimmt die Ölraffinerie. Okay, aber die Ölraffinerie ist ja satisfying. Du musst einfach schnell Öl reintun, kommt flüssig Scheiß raus. Das ist ja entspannt, ne? Oder gibt's da noch irgendeinen Haken? Nö. Digga, wir sind bei einer 65 verbrauchen wir. Bro, was baust du? Ich hab letzte Stunde nichts gebaut. Das bist alles du, glaube ich. Bin gerade nur am Holz abbauen. So, jetzt haben wir hier Flüssiggas. Ah, deine Akkumulatorenzähne hat schon verbraucht, schreibt dir einer. So, und jetzt können wir hier auswählen. Kunststoff. So, jetzt geht das hier gleich los. Jetzt führen wir hier Kohle und Flüssiggas, was wir aus Öl hergestellt haben, zusammen. In der Chemiefabrik und jetzt entsteht hier Kunststoff. Ein Traum. Geil. Oh, endlich. Guck mal, wie alles schön eingesammelt wird. Zack. Wichtig. So, jetzt haben wir tagsüber. Jetzt werde ich nochmal ein paar
Akkumulatoren flatschen. Das ist eine großartige Produktion hier. Solaranlagen und Akkumulatoren machen keine Umweltverschmutzung, richtig? Richtig, würde ich sagen. Ich habe zu wenig... Alles. Mein Eisen geht hier zunichte. Ja, das war's. Die Fabrik hier wird immer langsamer und langsamer. Ich muss mich beeilen. Das Wichtigste sind quasi... Ja. Die Batterien. Was ist das hier für ein gigantischer Energiespeicher? Digga, holy shit. Benutzt du all dein Eisen da oben? Ja. Ich hab einen Eisenmangel. Eisen ist echt mit Abstand die wichtigste Ressource. Ich habe auch einen riesigen Eisenmangel. Ich habe jetzt von 2,1 auf 3,5 Gigajoule abgegradet. Wir haben mittlerweile 713 Akkumulatoren. Die sind alle aus deinen geilen Batterien entstanden. Checkst du das? Danke. Die müssen laufen. Batterien ist das A und O. Batterien hören werden langsamer, weil wir kein Eisen mehr haben. Das ist schlecht. Da musst du irgendwo anders ein neues, riesiges Batteriending bauen. Weil wenn wir Batterien haben, haben wir auch unendlich Geschütze. Unendlich Speicher und wir haben sowieso unendlich Solar. Batterie ist teuer und Batterie ist geisteskrank, Junge. Du, ich check das, aber ich bin gerade erstmal dabei, einen Bahnhof zu bauen. Für die nächsten 2,5 Stunden wahrscheinlich. Jetzt bin ich mal gespannt, wie schnell die Akkumulatoren der Speicher weg ist. Okay, das geht sehr langsam runter, wie ich es gerade sehe. Oh, wenn das die Nacht durchhält, wäre natürlich super geil. Guck, wie langsam das runtergeht. Das erste von 3,6 auf 3,3. Und es ist schon lange dunkel. Wir könnten es bald die Nacht schaffen. Wir brauchen mehr Batterien, Alter. Das ist so krass. Wie kamst du genau dahin? Über mir ist Wasser. Chillig. Ja. Ja. Nach unten hin habe ich extrem viel Platz. Ja. Und ich bin nicht ganz so weit weg von unserer Base, damit ich da noch Sachen abholen kann. Okay. Wolltest du nicht losgehen, um Kohle zu suchen? Nee, Kohle habe ich ja. Hier diese 1,5 Millionen unter deiner Kohle da. Oder da ist nochmal 3,4 Millionen rechts unten. Das muss ich eh alles später mit Zügen her transportieren. Okay. Also ich baue gerade einen Bahnhof. Und dann werde ich... Und danach Batterien. Die Armeen wird immer krasser. Die haben jetzt schon Level mittelgroße Beißer. Und ganz viele Range-Attacker. Die haben Tanks. Die kommen mit... Die haben eine Strategie entwickelt, die Wichser. Scheiß auf deren Strategie. Wir haben unsere Geschütze so oft verbessert. Die mähen die guten nieder. Aber das Problem ist, die Munition geht aus und die Geschütze gehen kaputt. Das ist alles scheiße dann. Oder kommt schon wieder was? Oh mein Gott, da, wo du keine Geschütze hast. Oh, doch, du hast welche gebaut. Ein Geschütz tot. Zweites Geschütz, Hälfte Leben. Zweites Geschütz... tot. Nee, ein HP! Die haben sich gegenseitig getötet. Du hast doch keine Geschütze hingepackt, wo ich gesagt habe. Die Schaltkreise haben alles, was sie brauchen. Sie sind nur super langsam. Ist doch nicht schlecht, oder? Oh mein Gott, was kommt da für ein Angriff da unten? Ach, Digga, was sind denn das für Armeen? Bro, das sind 100 Aliens. Ja, die... Hoffentlich kommen die nicht zu mir. Aber wieso greifen die deine Kohle nicht an? Nee, die kommen zu mir. Die werden jetzt hier wieder alles einreißen, obwohl da drei Türme stehen. Das ist so vorbei, Alter. Und jetzt auch einen Speier reingeschafft. Ich kann das nicht mehr, Max. Das macht keinen Bock mehr gerade. Richtig scheiße gerade. Die Sechser-Geschütze, die ich aufgebaut habe, die Armee getötet, ohne auch nur einen Schaden zu kassieren. Witzig. Einfach ein Sechser-Knödel. Deswegen wird meine Kohle auch nicht angegriffen. Du musst immer wieder Sechser-Knödel-Geschütze, die verteidigen sich gegenseitig. Verstehst du das? Wenn du überall ein Geschütz hinpackst, an einer Mauer verteilt, greifen alle Aliens immer ein Geschütz an, bursten es weg und dann hast du das Problem.
machst du so kleine Geschützknödel, verteidigen sich gegenseitig. Boah, unser Kupfer ist so leer gesaugt da einfach. Ja, ja. Also, wir können erst weiter forschen, wenn hier Kupfer und Eisen wieder ist. Wir müssen physischer Projektierschaden viel erforschen. Nein, das können wir jetzt nicht machen. Geht nicht. Dann holst du Kupfer her. Dann machst du jetzt, dass Kupfer in unsere Mainbase kommt. Nein. Dann können wir nicht erforschen. Es tut halt so weh, wie viel Eisen wir verschwenden durch Munition. Das verballert einfach. Wir bauen es ab, fördern es, machen Energie, Umweltverschmutzung und ballern es dann den Aliens in die Fresse, das Eisen. Ich finde es eigentlich, also eigentlich finde ich es geil. Ja, aber wir könnten produktiver sein. Macht das auch Umweltverschmutzung? Umweltverschmutzung 1 die Minute. Okay, der Lichtbogenofen ist chillig. Die Erzförderer ficken ja rein. Yep. Ein Förderer macht 10-fach so viel wie ein Ofen an Umweltverschmutzung. Guckt euch mal an, wie wir die Produktivität hier hochgeklatscht haben. Das ist doch ein Dream. Jetzt kommt hier richtig Kupfer runter. Oh, ist wieder nachts. Reichen die Reserven noch? Ich hoffe. Oh geil, jetzt steckt das hier. Oh, kommt viel Kupfer an. Jetzt geht's los. Jetzt geht's fucking los. Okay. Also Lichtbogenöfen muss ich voll automatisieren. Oh, nachts arbeiten die jetzt auch schon wieder so derbe langsam. Hilfe. Das oh, ist leer, ne? Ja, zum ersten Mal wieder leer. Wie viele Batterien hat das hochgebracht eben gerade? Dann kann ich da wieder aufrüsten. 800? 800, das ist super. Okay, dann lass jetzt die Tränke machen, dann kümmern wir uns um Strom. Wir haben die Lichtbogenöfen. Wir haben die Produktivitätsmodule. Kriege ich die Gleise jetzt hier sicherer nach draußen. So, dann haben wir noch die Gleise. Schaut euch dieses Spektakel an, das ist ja der Wahnsinn. Das ist richtig krass gleich, oder? Die Montagenmaschinen wieder. Machen wir 5 Stück. Die ganze Zeit am Craften im Inventar. Das ist ja frustrierend. Du hast es ja aber gleich, ne? Nee, also was gleich meinst du? Dass du wieder satisfied bist, weil du hinten eine super geile Basis dann hast. Ach so, ja, safe. Das sowieso. Das Einzige, was mich super unsatisfied, ist die Anzahl an. An? Zahnräder. Viel zu wenig Zahnräder. Gleise braucht ein Teil, das ist ja höllenviel. Schon wieder Stahl. Als ich zu viel rausgezwackt wird irgendwie. So soll es erstmal sein. Jetzt kommt mehr Stahl durch, mehr Gleise. Ich kann hier auch eine kleine manuelle Starthilfe geben. Läuft. Krass. Da sind die ersten Tränke. Das ist es. Die ersten lila Tränke? Yep. Alter, geil. Und jetzt kümmere ich mich ganz doll um Strom, weil das war in der Nacht im Arsch. Alter, let's fucking go, das ist so krass. Und jetzt brauchen wir fucking Strom. Projekt Fix Strom wird eingeleitet.
Das ist ein sehr gutes Projekt, ja. So, die Energiespeicher habe ich. Jetzt brauche ich nur noch auch die Solarpanels. Das wird jetzt richtig krank. Also wir sind die ganze Zeit bei... Was haben wir gerade? So, nee, gerade der Akkumulator wird gerade geleert. Die nächsten zwei Nächte wird noch scheiße und dann wird's geil. Und dann musst du Strom immer so bauen, dass ich weiter meine Fabrik bauen kann dann gleich, ne? Weil ich hab das die kann ich aber nur, wenn du mir Batterien gibst. Seit Anfang... Also Batterien habe ich dir jetzt schon 10 Milliarden gegeben, Alter. Wir haben jetzt so doll einen riesen Speicher, ich glaube, den können wir gar nicht tagsüber mehr füllen. Dann musst du mehr Solar bauen. Mhm, das mache ich auch. Oh mein Gott! Ich wusste gar nicht, dass das geht. Alter, ich habe auf 5,1 Gigajoule abgegradet. So, aber das füllt sich jetzt überhaupt nicht, weil wir genauso viel produzieren, wie wir verbrauchen. Das ist nicht krank. Oh, unsere Granaten haben sich verbessert in der Forschung. Wir können Bäume one-shotten mit Granaten. Oh, das ist toll. Das ist so geil. Warte, man ist auf dem Planeten abgestürzt. Du musst den kompletten Planeten ficken und dann entkommen mit einer Rakete. Und die Aliens greifen uns an, wenn wir... So ein bisschen wie Avatar, nur dass wir die Bösen sind. Aber das ist geil irgendwie. Alle Bäume niederreißen, alle Erze wegfördern, den kompletten Planeten verschmutzen. Alle Ressourcen und ab und die Aliens sterben alle. Und dann am Ende schmeißt du noch Atomraketen und sind weg. Ja. Das ist krass. Das ist cool, genau so. Ich habe ganz am Anfang, als wir gestartet haben, sofort Solaranlagen vollautomatisiert. Und jetzt gibt es die Quittung dafür. 1000 Anlagen sind fertig. Dafür? 1000. Ich glaube, wenn das Ding steht, habe ich gleich richtig viel Spaß, Max. Weil dann beginnt der spaßige Teil. Wie? Ja, dann kann ich anfangen zu produzieren. Was denn? Alles, was du wünschst. Batterien. Kann ich dann produzieren? Kann ich dann produzieren. Wenn du richtig fette Eier hast, die bis zu den Kniekehlen reichen. Die habe ich, sag an. Voll automatisierst du einfach die Geschütze. Obwohl es eigentlich easy. Stahlträger und elektronischer Schaltkreis. Und dann Batterien dazu. Die Ladebahnhöfe, ja, schnell gebaut. Hoffentlich. Also das wird nicht annähernd so schwierig wie das jetzt. Ich zuschaue bei dem Game, wie geil, dass so viele feiern. Ja, es ist auch so, wenn man es mag, ist es geil. Wie viel hast du? 6000. Das geht voll, oder? Also, dafür, dass du mit, keine Ahnung, wie viel hast du, wenn du COC ohne Rosinen, Clash Royale, aber ohne Rosinen oder so? Kommt drauf an. Vielleicht so 8 bis 11. Ja, dann ist doch 6 voll solid. Ich habe gerade 600, das ist eigentlich auch in Ordnung. Also, da bin ich eigentlich mega happy mit, Alter. Können wir mittlerweile ein Exoskelett machen, dass wir schneller rennen können? Oder haben wir das schon ausgerüstet automatisch? Nee, musst du basteln. Hast du es schon gebastelt? Ich habe mir eins gebastelt, ja. Aber du kannst in die Base gehen, da habe ich einmal die blaue Schaltkreise halb automatisiert. Damit ich mir ein so ein Ding bauen konnte. Und jetzt, wenn wir die Lasergeschütze jetzt bauen, wir haben die ja jetzt schon
Ich habe 4-mal Feuerrate verbessert und 4-mal Schaden. Das sind komplett Monster-Tötungsdinger. Stehst du? Ja, ich verstehe das. Das ist so krank wie der Solarpanels, ja. Die Leute schreien wieder, oh, wir können es nicht schaffen mit Solarpanels, ihr braucht Atomkraft, das ist uns unmöglich. Ja, das ist krass, was hier abgeht. Jetzt haben wir 2000 Solarpanels fast und ja. 1000 Akkumulatoren. Wir erzeugen viel zu viel tagsüber. Mehr als doppelt so viel, wie wir verbrauchen gerade. Ich habe mir so heftig die Zeh gestochen, dass meine Hände zittern. Kennst du das? Ich habe jetzt gerade in diesem Moment so geisteskranke Schmerzen. Und was macht man dagegen? Verfickte Scheiße. Wow. Hält man sich den Fuß fest? Was nee, du kannst das, gar nichts. Hält man sich das fest, was wehtut? Du kannst gar nichts. Du kannst nichts dagegen machen. Du bist einfach gefickt worden gerade. Ist over. Ich habe mir mein Zeh unter der Tür eingeklemmt. Ich habe die Tür zugeschlagen, aber mein Fuß stand da. Das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht.